herzlich willkommen zu Köstlich. Heute was Schnelles, Salat mit Krabbensticks. Für den Salat benötigen wir Mayonnaise, 300 Gramm von den Krabbensticks, 200 Gramm Käse, 200 Gramm Mais, 4 gekochte Eier und zum Abschmecken etwas Dill, Petersilie und Lauchzwiebeln. Das Rezept ist optimal für den Sommer. Ganz schnell, ganz leicht, gibt richtig Tinte auf dem Füller, ist nur Eiweiß. Schnell gemacht. Das Einzige, was ein bisschen aufwendig ist, das Schnippeln. Aber wenn es einmal erledigt ist, dafür gibt es ja die Frauen, ist es auch eigentlich eine ganz einfache Sache. Jetzt gehen wir einfach dazu, das zusammenzugeben, etwas Mayo dazu, abschmecken, fertig. So, jetzt müssen die Zutaten nur noch gemischt werden. Bitte in der genau gleichen Reihenfolge, sonst schmeckt es nicht. Als erstes den Mais zugeben. Dann die Krabbensticks. Die 4 gekochten Eier. Und den Käse. Jetzt noch 2 Esslöffel Mayonnaise dazu. Kann auch ein bisschen mehr sein, müsst ihr mal gucken. Ist auch etwa die fettarme. Extra fettig, meinte ich. So. Den Salat jetzt noch nach Geschmack mit Salz und etwas Pfeffer abschmecken. Kräuter dazugeben. Und zu guter Letzt noch die Frühlingszwiebeln. Umrühren und fertig. Ihr solltet vielleicht eine größere Schüssel nicht so nehmen. Hier so fertig. Vorsichtig rummatschen. Das Ganze jetzt anrichten und fertig. Und wenn ihr Abonnenten dieses Kanals seid, wisst ihr, was jetzt kommt? Das Green darf nicht fehlen. Fertig. Ihr wisst, was jetzt kommt, das Probieren. Für alle, die jetzt gehofft haben, dass ich noch Wodka anpreise, ich weiß nicht, was meine Redaktion geritten hat. Es gibt kein Wodka diesmal, aber es schmeckt bestimmt auch so. Ich probiere jetzt einfach mal. Wo mit Wodka? Ja. Wie gesagt, stellt die ganze Sache noch mal eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Im Sommer auf den Tisch, fertig. Einfach lecker, wirklich gut. Bitte nachkochen, teilen und abonnieren. Bis zum nächsten Mal.